Spiel 3 der Halbfinalserie. Heute wollen und müssen die Wasserfreunde Spandau 04 den Finaleinzug perfekt machen. Die ersten beiden Partien wurden ja eindeutig gewonnen. Da stellt sich heute eigentlich nur die Frage, wie hoch gewinnt der deutsche Meister. Des Rätsels Lösung gibt es am Ende. Davor eine kleine Randnotiz aus Berliner Wasserballsicht. Die SG Neukölln ist ja abgestiegen. Am Wochenende wurden trotzdem nochmal die Plätze 9 bis 12 in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg ausgespielt. Die Schwimmgemeinschaft schließt die DWL-Saison als 10. ab. Im Spiel um Platz 9 verloren die Hauptstädter gegen den USC Potsdam mit 9 zu 17. Nun geht der Blick in die neue Spielzeit. Na, die Ziele sind ganz klar definiert. Wir wollen auf jeden Fall in A-Gruppe wieder ankommen. Wir wollen ja uns jetzt neu aufbauen. Während die einen Berliner nun das Sommerpäuschen genießen können, geht für den Wasserball Riesen in die brandheiße Phase. So begannen die Spandauer auch. Die ersten 3,5 Minuten stand das Esslinger Gehäuse förmlich in Flammen. Ganze 5-mal wurde der Ball in die Maschen der Schwaben gepfeffert. Von der gestrigen Anfangseuphorie des SSV überhaupt nichts zu spüren. Die Jungs von Bernd Berger wohl noch nicht ganz richtig wach. Sie waren wohl auch noch ein bisschen feiern in der Hauptstadt. Das kann ja auch nicht schaden. Spannung wollte hier sowieso nicht so richtig aufkommen. Sei es drum, wir tauchen mal ein bisschen runter und schauen, was unter der Oberfläche so geht. Unter Wasser passiert so viel und da muss man auch wirklich aufpassen, dass da einem nichts passiert. Man bekommt Tritte ab und auch Schläge und bekommst Kratzer, hast blaue Flecken und alles Mögliche. Also wenn man da auch nicht aufpasst, dann kann das schon mal bis so enden. Ne? Ja, ich spiele auch schon lange genug Wasserball und weiß natürlich, was da abläuft und sehe das ja auch direkt immer vor mir, wie da gehakt wird und gezogen und getreten und was auch immer alles unter Wasser passiert. Einblick bleibt nicht nur den Zuschauern, sondern auch den Unparteiischen verwehrt. Und was selbige nicht sehen, können sie auch nicht pfeifen. Zumindest meistens. Die verrückteste Aktion habe ich erst im Nachhinein festgestellt. Da sind zwei Spieler unter Wasser gegangen und der eine kam dann mit einem großen Cut am Auge kam er wieder hoch. Ja, ich kann das natürlich nicht sehen. Man muss dann reagieren und beide hinausstellen. Aber im Endeffekt, wer hat was gemacht, kann man nicht ahnden. Ja. Heute lief alles im Rahmen ab, übertriebene Härte, besonders bei einer so eindeutigen Nummer absolut fehl am Platze. Etwas ruppiger geht es da international zur Sache, die Wasserfreunde können da ein Lied von singen. Wenn man Richtung Kroatien, Serbien in die Richtung geht, das sind alles Maschinen. Ja, das sind 2 Meter groß, 1,5 Meter breit und da, die haben Hände, die können quasi meine Hand zweimal umschlingen und da ist es schon was ganz anderes. Und besonders wenn es wichtig wird, können die Pferde mit dem einen oder anderen schon mal durchgehen. Erinnern wir uns nur mal ans Pokalfinale der 04er gegen Waspo Hannover im vergangenen Jahr. Matteo Tschuck brannten da die Sicherung durch. Im Endeffekt alles nicht ganz so schlimm. Der Pott wurde trotzdem aus Niedersachsen entführt. Und apropos Hannover, da spielte ja der ASC Duisburg im 3. Match gegen die selbsternannten Titelfavoriten. Aber denkste Puppe, der Amateurschwimmclub gewann, wenn auch etwas überraschend, das entscheidende Spiel und zieht somit ins Finale ein. An dieser Stelle wird es dann auch Zeit, das Ergebnisrätsel vom Anfang zu lösen. Spandau haut den Schwimmsportverein mit 19 zu 5 in die Pfanne. Damit gibt es wie im letzten Jahr das ewige Gigantenduell als Endspielserie. Die Wasserfreunde Spandau 04 gegen den ASC Duisburg. Alle Finalheimspiele der Berliner seht ihr wie gewohnt auf hauptstadtsport.tv und natürlich auch auf wasserball.tv.